Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich versuche jetzt mal nicht rauszustürmen, aber wir laufen diesmal einmal ums Bett herum. Hüpfen einmal drüber und dann gehen wir erst raus. Neue Folge, neues Glück. Und ich dachte, ich nehme jetzt hier einfach nochmal auf, so ein Stündchen. Ah, hier, scheiß Creeperloch. Furzkopf, ey. Könnte mich gleich wieder aufregen, aber gut, was soll's, kann man wohl nichts machen. Hatten wir nicht, wir hatten noch Holz drin, ne? Genau. Machen wir mal so, dann haben wir vielleicht noch so ein bisschen Holz. Oh. 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 Ich sehe gerade, unsere Rüstung ist schon ganz schön am Arsch. Genau, wir waren letztes Mal dabei, uns Bücher herzustellen. Guck, wir holen uns mal so einen Chicken Wing rein. Da müssen wir jetzt die Steaks erstmal nicht antasten. Das waren jetzt bloß die zwei. Wir hatten, glaube ich, noch mehr, oder? Da haben wir auf jeden Fall noch welche. Sehr gut. Und dann schauen wir mal. Wir können auch mal so ein bisschen was mitnehmen hier nochmal. Ja, eigentlich brauchen wir wieder, nur Holz. Holz. Und ich habe mir überlegt, muss ich mal kurz die Lage checken, bevor wir uns eine neue Rüstung machen. Haben wir, haben noch Fichtenholz. Um den so ein bisschen Kontrast reinzubringen, könnten wir ja eigentlich mal doch die Decke aus Fichtenholz machen. Wir sind ja nun, haben jetzt zwar ein bisschen damit angefangen, aber waren halt noch nicht so weit. Und dadurch kann man das schon mal machen. Komm, wir nehmen jetzt hier Eisen hier ordentlich mit, zack. Und machen uns erstmal eine neue Rüstung. Lord Helmchen hier und so. Warum ruckelt denn das jetzt so? Hallo. Es geht. Hallo. So. Und neue. Was fehlt denn da jetzt noch? Hose. Nein, so. Mann, ey, nicht kann er, aber das kann er gut. So. Krass. Hier geht gerade gar nichts mehr. Sekunde. Ey, was soll das denn jetzt hier? Ey, ich kann das. Ich kann noch nicht arbeiten. Okay. Sekunde. So. Also ich habe gerade irgendwie ganz tolle Lags. Das ist ja mal der Hammer. Ich würde sagen, ich beende mal kurz nochmal die Aufnahme hier in der Ecke. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Freunde der Sonne. Weiter geht's. Diesmal wirklich. Ah ne, hier war unser Dings. Warte mal, ich so. Jetzt müsste es auf jeden Fall. Wow. Jetzt müsste es auf jeden Fall besser laufen. Sekunde, ich muss mal gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Ja, sieht gut aus. So, da ist kurzzeitig irgendwas schief gelaufen. Keine Ahnung, was da los war. Aber gut. Auf jeden Fall haben wir wieder eine Rüstung. Die alte können wir. Eigentlich können wir die mal einlagern hier. Und dann schauen wir einfach mal, wie das jetzt hier so funktioniert. Ach ja, wir hatten nur drei Teile, alles klar. So. Gut. Dann machen wir die Decke und dann wird schon wieder dunkel, sehe ich gerade. Hammer. Hammer, ey. Es kann doch so nicht wahr sein, Mensch. Können wir schon wieder schlafen gehen? Wollen doch da erst herkommen. So. Schlafen. Gut, dann gehen wir auf jeden Fall heiern. Das ist ja gar kein Problem. Heiern, heiern, schlafen, Schläfi machen. Alles kein Problem. Machen wir. Und wenn ich jetzt nochmal sage, alles kein Problem, dann haben wir ein Problem. Genau, Fichtenholz. Wir waren, genau, ich wollte die Decke oben ändern. Einfach mal so, weil ich es kann. Weil Decke ändern fetzt. So, dann können wir das hier nämlich alles wieder abreißen. Und gleichzeitig haben wir auch wieder ein bisschen mehr Holz. Sehr gut. Ich hoffe mal, dass dann zwei Äxte jetzt reichen. Ich glaube ja fast nicht dran. Aber gut, schauen wir mal. Ich sag's jetzt nochmal, ist ja alles kein Problem. Das löst jetzt, glaube ich, das Wort quasi ab. Ist ja alles kein Problem. Da ein Zombie gehört. Hm. Sehr fragwürdig, sehr fragwürdig. So, bloß kein Holzstück übersehen. Die sind wichtig. Dann können wir nämlich das hier.
und so. Ja, okay. Müssen wir dann später ran. Machen wir so. Und irgendwie sieht der Himmel komisch aus. Das liegt, glaube ich, am Texturenpaket. Wir könnten ja mal ein anderes nehmen. Das ist gar nicht so problematisch. Also ich denke mal, doch. Können wir ja mal machen. Wir können ja mal das John Smith wieder nehmen. Dauert jetzt so 6 Jahre, bis sich das umgestellt hat. Ich meine, gut, klar, von, ich glaube, was war denn? So. Gehen wir mal auf das hier. Das ist natürlich lustig, weil das Holz genauso aussieht. Naja, doch, kleiner Unterschied ist. Es macht eigentlich keinen großen Unterschied. Und da ist die Axt schon weg. Schauen wir mal, wir können erstmal das Texturenpaket drin lassen. Können wir mal hin und her switchen. Und für alle, die nochmal fragen, das letzte Texturenpaket, was vorher drin war, war das Honeyball-Texturenpaket. Das, was jetzt drin ist, ist das von... Was waren das? Specs? John Smith. John Smith, genau. Und Specs könnte man sich ja mal auch mal zulegen. Wir haben ansonsten noch Misa zur Auswahl. Bin ich aber jetzt nicht so der Fan von, obwohl es ja halt super realistisch sein soll. Und es, ach, es gibt so viele Texturenpakete. Eigentlich könnte man doch... Ja, trotzdem. Ich bin einfach mal... Ja, eigentlich bin ich mit dem Texturenpaket von Honeyball sehr zufrieden gewesen immer. Bis ihr dann aufhört, es regelmäßig abzudaten, was ich gar nicht so pralle fand. Honeyball, bitte. Bitte. Update das Texturenpaket. Bitte. Geht so nicht weiter. Und es muss was weitergehen hier in Deutschland. Ja, dann haben wir es bald geschafft. Ich glaube, ich mache gleich wieder das andere Texturenpaket rein, weil ich sehe null Unterschied zwischen den Holzsorten. Wenn ich da einmal verbaust, hast du direkt die Arschkarte. Komm, machen wir. Wir switchen hier 5-mal hin und her. Wir können auch Misa mal nehmen. Probieren wir das mal aus. Ich weiß aber gar nicht, ob das auch aktuell ist. Obwohl ich das eigentlich nie so wirklich gut fand. Ich habe es, glaube ich, bloß mal draufgezogen, weil ich so ein bisschen rumexperimentiert hatte. Ich wollte mein eigenes Texturenpaket machen. Hm. Naja, gut. Man sieht auf jeden Fall einen Unterschied. Wir können das ja erstmal drinnen lassen. Ja, das sieht ja jetzt aus. Das sieht ja jetzt fragwürdig aus. Aber wie gesagt, wenn wir das Honeyball-Texturenpaket wieder drinne haben, was dann wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme so sein wird, oder vielleicht auch in dieser noch, je nachdem, wie schnell mich dieses Texturenpaket hier langweilt oder nervt, dann wird das schon alles irgendwie weiter gehen. Zack. Von Fichtenholz haben wir jetzt eigentlich genug. Erstmal. Wenn wir mal... Oh, Ende. Wenn wir mal schauen, wie weit wir damit kommen. Ja, schauen wir mal, wie weit wir damit kommen und dann wird das schon irgendwie. Ist das richtig hier noch? Ja. So. So. Und dann da auch in die Ecke. Hier auch noch lang. Dann wird das hier unsere Decke. Obwohl, so geht das eigentlich. Das sieht gar nicht mal so scheiße aus. Bei dem Texturenpaket jetzt auch speziell. Das kann man eigentlich mal machen. So einen schönen hellen Boden, dunkle Decke. Dann passt das. Ich würde sogar am liebsten noch einen anderen Boden reinmachen. Bei dem geht es jetzt hier eigentlich. Schauen wir mal. Vielleicht machen wir denn nicht sogar... Vielleicht nehmen wir denn sogar... was? Wie hieß denn das helle Holz? Weiß ich jetzt gerade nicht. Es gibt ja Eiche, Fichte... Haben wir auch gerade nicht bei. Super. Guck mal, das ist aus unserem Steak. Okay. Ist immer noch ein Steak. Sah aus wie ein Fisch gerade. Im ersten Blick. Ich höre schon wieder einen Zombie. Zombie Nation. Nein, hier vorne war doch falsch. Mann. Hier vorne kommt doch gar keine Decke rein. Idiot. Mann. Habe ich wieder hart gefailt. Na okay, gut. Kann man wohl nichts machen. Reißen wir alles wieder ab. Kein Problem. Und kein Problem, wisst ihr ja, ist mein Wort des Monats. Der Woche, keine Ahnung. Je nachdem. Also letzte Woche war es quasi, jetzt ist es kein Problem.
Ist also quasi alles gar kein Problem. Schauen wir mal, was wir nächste Woche haben. Ah. Nee. Man könnte sich auch irgendwas Cooles mal einfallen lassen. Irgendwas, was so perfekt auf mich zugeschnitten ist. Wo man gleich sagt, oh, fancy, das ist er. Ja, Penner. Hier könnte man den Gang eigentlich auch anfangen lassen, wa? Aber, nee. Schauen wir mal. Also erstmal müssen wir sowieso hier das Grundgerüst und so bauen. Und wie es dann weitergeht, das kann man dann immer noch sehen. Ich schätze mal, dass ich dann die Decke auch wieder komplett reinziehen werde. Mal schauen. So. Haben wir auf jeden Fall wieder mehr als ein Stack voll. Falsches Holz da. Ich ziehe mir jetzt hier mal so einen Kreis. Dann weiß ich genau, dass es da nicht hinkommt. Ach nee. Und ich hoffe, man hört es nicht zu sehr in der Aufnahme. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. War ich in der letzten eigentlich auch schon, aber da ging es komischerweise noch. Das Lustige war es, ich habe aufgenommen. Also jetzt nicht die letzten Folgen, sondern vorher noch. Habe ich aufgenommen und da war noch alles gut. Und nur ein paar Stunden später, zack, war die komplette Stimme weg. War schon ziemlich heftig. Aber mittlerweile geht's wieder. Ich muss auch ehrlich sagen, ohne aufnehmen, das wäre doof. Ich würde ja schon gerne ein bisschen Folgen produzieren, damit ihr nicht ohne dastehen müsst. Ja, könnt ihr natürlich auch Erde jetzt da reinhauen. Kommt jetzt selber wahrscheinlich bei raus. Oh. Ja, diese Ruckler zwischendurch, die gehen mir ja schon tierisch auf die Kette. Renn ich hier mit 35 FPS rum oder was? Letztens 40, 45. Aber trotzdem ruckelt das zwischendurch. Find ich nicht so pralle. So, wir haben Eichenholz. Hä, wie haben wir jetzt? Jetzt haben wir ein Fichtenholz eingesammelt aus. Steinziegel haben wir noch ein paar bei. Also können wir wieder hoch. Ganz Aktion gerade für den Arsch gewesen. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht so schön, dass gerade hier irgendwie so die Ruckler drin sind. Keine Ahnung, woran das liegt. Die Festplatte ist nicht voll, die habe ich erst leer gemacht. Gucken, ob wir hier irgendwie hochkommen. Den ganzen Schmarrn mal hinsammeln können. Sieht gut aus. Hier müssen wir noch Treppen setzen. Ich glaube, auf der anderen Seite ist dann lagen auch noch mal so ein oder zwei Holzblöcke. Da sitzt unser Hundi. Da wächst das Zuckerrohr. Wird auch schon wieder komisch aus, wenn das so übereinander gestackt ist. So, wäre schön, wenn sich mein PC jetzt auch langsam mal wieder einkriegt. Ich hole mir hier nicht extra so einen überteuren High-End-PC, damit das hier ruckelt bei Minecraft. So haben wir nicht gewettet. Von der Theorie her kann ich den inneren hier unten weglassen. So. Schummeln wir ein bisschen. Können wir ruhig mal machen. Einfach mal, um Ressourcen zu sparen. Nein, den da oben nicht, aber den hier unten. Ich meine, so ein Block pro Holzteil-Dingens-Bummens macht schon eine Menge aus. Müssen wir das bloß hier hochziehen? Ja, toll, wie kriegen wir den dann da rauf? Da hat mein Handy vibriert, hat man wahrscheinlich gar nicht gehört. So überhaupt nicht. War auch nicht laut. Vielen Dank, René. Danke. Nein, Quatsch. Kann vorkommen. Da steckt man nicht drin. Oh, diese Ruckler. Kriegst ja Plack. Da ist der Zombie. Der mir so auf den Sack geht. So. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht zu sehr in der Aufnahme zu sehen ist, aber ich denke mal schon. Kann es mir gut vorstellen. Das ist, warum sollte auch mal irgendwas glatt laufen? Ich glaube, hier können wir noch Holz rausnehmen. Ne, hier haben wir noch gar keins gesetzt. So. So, was ist jetzt hier mit der Musik los, meine Freunde? Alter.
AdSend. Hört auf, mir zu schreiben. Ich habe extra gesagt, dass ich jetzt aufnehme. Aber gut, ich habe auch schon andere Leute gesehen, bei denen hat dann das Telefon geklingelt. Na toll. Ich bin runtergefallen. Haben wir noch Steine bei? Wir haben noch ein paar Steine bei. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte hier die Steine hochziehen. So. So hochziehen. Dann setzen wir die hier hin. Ich merke auch gerade, dass es schon wieder dunkel wird. Scheiße. Das Problem ist nicht, dass es dunkel ist und man nicht im Dunkeln bauen kann. Die Sache ist immer, wenn man früh genug schlafen geht, dann spawnen die ganzen Creeper und so nicht. Deswegen gehen wir lieber mal pennen. Oh Gott. Da habe ich sie doch schon gehört. Lauf! Um dein Leben. So. Jetzt kann man eigentlich auch mal gucken, ob die Betttextur hier auch so komisch aussieht. Hier sieht es gut aus. Hier ist er auch verdreht. Also man sieht, das liegt nicht am Texturenpaket. Minecraft ist schuld. Das Glas sieht ja cool aus. Das Glas sieht wirklich cool aus. Gefällt mir. Daumen hoch. So, dann holen wir uns mal die letzten beiden Steaks rein. Wir haben ja noch ein paar auf Tasche. Also nicht direkt auf Tasche, sondern in der Kiste. Und theoretisch können wir hier mal ein paar Fackeln hinsetzen. Nein! Ich bin runtergefallen. Ich bin inkompetent zum Laufen. Nein! Oh nein, zu tief gesetzt, wie ich gerade sehe. So. Jetzt schleichen wir hier halt lang. Auch egal, obwohl es nichts bringt. Weil ich glaube, der hält sich nur an Kanten fest. Und ich weiß ja nicht, ich weiß jetzt gerade nicht, ob Treppen als Kante zählen. Dauert zu lange. Dann werden wir uns dem Risiko halt stellen. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Oh doch, funktioniert. Der hält sich fest. Das ist doch schon mal gut. Dann können wir auch hier mal ein bisschen ausleuchten. Also mit den Rucklern, das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Ich kann so nicht arbeiten. Mann, ich kann so nicht arbeiten, verdammt Axt. Mit der Tür müssen wir uns dann auch noch was einfallen lassen. Falls ihr Ideen habt, die könnt ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, weil, wie gesagt, Redstone-Tür wird schwierig. Ich versuche mich damit mal auseinanderzusetzen und wenn nicht, sitzen wir halt 12 Folgen dran, bis es funktioniert. Und ansonsten könnt ihr mich ja gerne in den Kommentaren flamen, was ich doch für eine inkompetente Person bin. Ich bitte sogar drum. Bitte flamet mich. Also nicht flamen direkt jetzt so. Aber ihr könnt mich gerne auf meine Fehler hinweisen und wenn etwas nicht funktioniert, dann macht es nochmal, verdammt, dass es funktioniert. Die Steine waren in einer anderen Kiste. Und da kam noch eine E-Mail hinterher. Vielen Dank an, Pearly. Kennt man ja, ne? Den schenkt man auch sein Vertrauen. Quatsch, Erde braucht man nicht. Und zack, wird man zugespammt. Aber volle Kanone. So, hier haben wir noch mehr Steine. Das ist echt das erste Mal, dass uns langsam die Steine ausgehen. Das ist ja auch unglaublich. So, so und so. Und so und so. Und so und so. Zack, haben wir die. Wow, dann haben wir noch einen Stein. So, dann müssen wir auf jeden Fall mal für Nachschub sorgen hier. Holen wir den Pflasterstein rein. Hier haben wir noch einen Stein. Einen Stein, einen ganzen Stein. Hier haben wir nochmal Kohle. Da können wir nochmal mehr Steine reinhauen. Hier ist nichts mehr drin und wir haben auch nichts mehr. Gut. Dann soll es wohl so sein. Müssen wir mal gucken, dass wir uns noch mehr Fichtenholz besorgen. Aber dadurch, dass wir jetzt hier die Ecke oben schon mal angereiht haben, können wir dann ohne Probleme hier alles dicht. Ach, hier ist schon dicht. Ja, was wir hier denn machen, müssen wir mal gucken. Das ist ja, wie gesagt, die Decke. Hier geht es dann hoch. Hier kommt auch Wand rein. Wände sind was Schönes. Und wir haben immer noch keinen Sand gefarmt für Scheiben. Wir haben ja so ein bisschen. Wir haben zwar ein paar, glaube ich. Aber haben wir die nicht unten da reingesemmelt? So, hier bleibt offen. Dann schauen wir mal.
Das Schwierige ist eigentlich gar nicht mal bei Minecraft immer so ein Haus zu bauen, sondern die Raumaufteilung. Bin ich ja mal halb am Verzweifeln. Hier können wir auch wieder Erde eigentlich nehmen, ne? So, mal gucken. So. Und so. Und dann hier. Ich frage mich, wo die ganzen Zombies jetzt immer sind. Weil man hört sie immer nur. Aber irgendwie sind sie nicht zu sehen. Baumstamm. Noch ein höher. So. Okay. Machen wir das gleich nochmal. Von der Theorie muss er da auch dann noch einen Baumstamm hin. Das hatten wir ja schon mal, glaube ich, das Thema. Nur sah das nicht so gut aus. So, dann gehen wir mal hier. Uiuiuiui, das war knapp jetzt. Ich bin ein Zombie. Kann ich auch. Typ. Ich glaube, das war dann die richtige Höhe. Oder war es nicht die richtige? Nee, hier ist die Decke. Wir würden dann genau bei der Decke hinkommen. Genau, hier ist dann sozusagen die Höhe. Wieso haben wir denn jetzt hier oben eine Zweierbreite? Was ist das denn für ein Kack? Ah ne. Einer Breite sogar nur. Weil hier kommen ja dann die Treppen ran. Können wir hier die Wand nochmal rüber höher ziehen? So. So. Und dann. Nein. Boah, jetzt bin ich auch runtergesprungen, Idiot. Ich habe gerade die arge Vermutung, dass wir die Treppen zu nah aneinander gesetzt haben. Komme ich da ran? Ja. Nein, da kommt eh Holz hin. Nee, nicht mal unbedingt. Da können wir das Holz auch rausnehmen. Machen wir es halt so. Das war knapp. So. Zu sagen. Dann würde hier Holz reinkommen. Hier würde Stein reinkommen. Hier würde auch Stein hinkommen. Ja, ich sehe schon, wir müssen die ganze Treppe dann nochmal auseinandernehmen, weil das ist irgendwie...